Seid mir begrüßt zum zweiten Teil von meinem Bericht Bamberg Main. Da verlassen wir nämlich einmal das Inselgebiet und schauen uns interessante Objekte an im Berggebiet. Aber vorher, da möchte ich euch noch einmal was zeigen, wie man auf eine ganz originelle Art und Weise Bamberg erreichen kann. Und das war gar nicht in meinem Drehbuch vorgesehen. Die Anreise von den Tölzer Buren mit ihrer krachledernen Hosen auf den Mopeds und Mofas. Ist das nicht fantastisch? Da werden vor allem Erinnerungen geweckt bei der Plus 70 Generation. Das waren damals unsere Gefährte. Mit denen haben wir nämlich damals die ersten Madl ein wenig spazieren gefahren. Und dann sind wir natürlich da auch manchmal ein wenig halsbrecherisch, neue Kurven haben wir uns neigelegt. Dann haben sich die jungen Dinger da hinten drauf ein wenig schreiend an uns festgekrallt. Und es war dann schon ein erhabenes Gefühl der Stufe 1. Die haben natürlich die Tölzer Buben einen reichlichen Biervorrat mitgebracht, dass sie auf der Fahrt nicht verdursten. Ich meine, mit den Dinger, da hat es bestimmt ein paar Stunden gedauert, weil die Entfernung nach Bad Tölz von Bamberg oder umgekehrt, das ist ja auch kein Pappenstiel. Aber dieses mitgenommene Bier, was ja ehrlich gesagt überhaupt kein Bier ist, das könntet ihr jetzt getrost entsorgen, weil jetzt sind sie ja erst einmal in der Hauptstadt des Bieres. Und da sehen wir ja gleich, da ist einer da hinten einen Kasten auf seinen Gepäckträgern aufgeschnallt hat, von irgendeiner exotischen Brauerei aus dem Umland. Aber sie können natürlich auch nicht das Bier reichen zu dem, was in Bamberg zusammengebraut wird. Der Sven, das ist übrigens der jüngste und schönste Hoteldirektor von ganz Nordbayern, der wird sich jetzt auch schnell in seine krachlederne Schnei schmeißen und wird die in seinem Hotel National willkommen heißen bei einem Begrüßungstrink. Und da sehen wir sie jetzt, wie sie ihre wertvollen Raritäten da in der Tiefgarageneinfahrt vom Hotel National in Bamberg in Sicherheit bringen. Die Tölzer Buren mit ihrer krachlederner. Die Straße da, die wir sehen, das ist übrigens die Heiliggrabstraße in Bamberg, also im Bahnhofsviertel gelegen. Und zwischen der Heiliggrabstraße, der Mittelstraße, dem Spiegelgram und der Ludwigstraße, da wird ja heutzutage noch kommerzieller, urbaner Gartenbau betrieben. Und es trägt auch dazu ein bisschen dabei, dass Bamberg überhaupt den Status oder den Titel als Weltkulturerbestadt bekommen hat. Wenn man bedenkt, ich kenne ja die Heiliggrabstraße auch schon seit 71 Jahren. Da sind dann die Gärtner von der Hallstatter Flur nach Hause kehrend mit ihrer Ochsenkanne vorbeigefahren. Es hat ja in Bamberg die untere Gärtnerei gegeben und die obere Gärtnerei. Da könnte ich euch viele interessante Details erzählen, weil in meiner beruflichen Zeit habe ich ja noch die Festschrift gemacht für die untere Gärtnerei zum 125-jährigen Bestehen. Und das ist Wahnsinn, wenn man sich da neu vertieft, was man da alles erfährt. Aber das würde ja jetzt den Rahmen sprengen. Und wenn dann einer von den Gärtner da vorbeigefahren ist mit seinem Ochsengang, dann habe ich meistens meine Kumpel als Sprecher bestimmt und dann haben wir den ein wenig geärgert. Hornuck, du blöder Struzer, du stinkst ja noch mehr als deine Rindviecher. Schau mal, dass dich endlich einmal wieder waschen tust, du alter Tricksau. Und das habe ich natürlich nicht umsonst gemacht, das war ja für uns der Kick, weil der hat nämlich dann mit seiner Ochsenpeitschen zugeschlagen und hat versucht, uns zu erwischen. Und für uns war das die Aufgabe, dass wir von denen Hieb nicht getroffen werden. Und das war ein fantastisches Erlebnis, sage ich euch.
So, jetzt schauen wir noch zu, wie die Dölzer-Bur ihre Gefährde in die Tiefgarage vom Hotel National neu bringen. Und dann möchte ich endlich dem Titel der Vorgabe von meinem zweiten Teil treu werden. Und dann gehen wir nämlich ins Berggebiet auf. So, und da sind wir jetzt schon dabei, die Treppen am Katzenberg hinauf zum Domplatz zu gehen. Das ist meiner Meinung nach der schönste Weg auf den Domplatz. Also die Verlängerung der unteren Brücke, die Dominikanerstraße, die Sandstraße und dann links in den Katzenberg eingebogen. Und dann am Ende von dem Katzenberg haben wir diese Treppe, die wir da jetzt aufgehen. Und gleich sind wir oben am Domplatz. Da spitzt der Dom schon hervor. Und dann müssen wir da noch was ganz besonders anschauen, und zwar dieses Modell von dem Domplatz, das da aus Metall getrieben ist. Das gibt uns schon mal einen schönen Überblick über die ganze Domplatzanlage, also der Kaiserdom, die neue Residenz, die alte Hofhaltung und auch der Rosengarten. Und dahinter sehen wir ja den Abschluss vom Domplatz in Richtung Osten. Das ist die sogenannte Trautmannsmauer. Als erstes, da schauen wir uns natürlich erst einmal den Namensgeber von dem Domplatz an. Und das ist natürlich unser Kaiserdom, unser Bamberger. Und aus der Richtung, mit der Sonne im Rücken, schaut er natürlich von der Belichtung her am schönsten aus. Von Norden aus, da schaut unser Dom so aus. Da hat man natürlich jetzt nicht so die günstige Beleuchtung, aber man kann ja was erkennen. Und wir sehen ja da anhand von dem Gerüst, es gibt ja auch eine Dombauhütte, dass da praktisch immer was zu renovieren ist. Das lässt sich einfach gar nicht vermeiden. Wenn man an einem Ende fertig ist, muss man beim anderen schon wieder neu anfangen. So ist es halt einmal. So, jetzt haben wir den Dom aus zwei verschiedenen Himmelsrichtungen betrachtet. Jetzt gehen wir natürlich einmal rein. Draußen wie drinnen sind jetzt momentan Vorbereitungen, ein bisschen das weihnachtlich aufzupeppen, ein wenig illuminieren. Und jetzt sind wir schon drinnen. Eintritt wird da nicht verlangt, so wie das in Gotteshäusern halt üblich ist. Es gibt allerdings Objekte im Bamberger Dom, wie zum Beispiel das Grab des Papstes Clemens II., die sind nur zugänglich im Rahmen einer gesonderten Führung. Und es kann natürlich sein, dass die irgendwas kostet. Davon haben wir schon einen Weitblick auf die Weihnachtskrippe, die momentan im Aufbau ist. Aber wir schwenken da jetzt mal links ab. Und da können wir das Grab, das Hochgrab vom Kaiser Heinrich und seiner heiligen Kunigunde entdecken. Und dann begeben wir uns allerdings schon vor im Hauptkirchenschiff zum Altar. Da bin ich übrigens im August 1986 nicht ganz alleine auch vor zum Altar geschritten und habe das Sakrament der Ehe empfangen. Wir sehen ja an dem Weihnachtsbaum, an der Illumination von dem Weihnachtsbaum, da wird auch noch ein wenig rumgebastelt. Aber Kabelverbinder gesteckt, so dass der dann auch wunderbar im Licht erstrahlen tut. Vor allem, wenn die Christmette hier dann immer abgehalten wird. Das ist ja ein ganz besonderes Erlebnis für Jung und Alt. Jetzt schwenkt man aber ab Richtung Krippe. Ihr seht ja, die ist gerade im Aufbau und zieht die Kinder ja regelrecht wie magisch an. In der Regel
sind ja die Krippen, sind ja Standardmotive dabei, die Krippe und die Beteiligten. Und es wird dann meistens ein bisschen mit örtlichen Gegebenheiten noch ein bisschen vermischt, dass es dann umso schöner ausschaut. Bevor wir jetzt allerdings den Bamberger Dom verlassen, dürfen wir nicht zulassen, dass einer mit dem Finger auf uns zeigt und sagt, ja, ihr habt ja gar nicht einmal das Wichtigste vom Bamberger Dom gesehen. Den sogenannten Domreiter oder Bamberger Reiter. Und den schauen wir uns jetzt einmal an. Wer den Gaul aufgesattelt hat, um sich da draufzusetzen und rumzureiten, das steht eigentlich in den Sternen. Die einen meinen, das könnte der Kaiser Heinrich sein, die anderen, die tippen wieder auf irgendeinen König von Ungarn. Also dieses Rätsel ist noch nicht endgültig gelöst. Und dieser Bamberger Reiter, der ziert ja auch das aktuelle Bamberger Logo in wenigen Strichen. Jetzt schauen wir dann noch einmal nach dem Ostchor, bevor wir dann den Dom wieder verlassen. Und schauen uns im Anschluss die alte Hofhaltung an. Die ist da mittlerweile auch mauerbewehrt, ein beliebter Austragungsort von Veranstaltungen und Events jeglicher Art. Da haben wir rechts den Souvenirshop, wie soll's denn anders sein? Und wenn ich da auf diesem ehrwürdigen alten Pflaster wenn unterwegs bin, da muss ich immer wieder an folgendes Denken. Wie mag es doch damals gewesen sein? Mitte des 19. Jahrhunderts, da war ja in der neuen Residenz der König Otto von Griechenland und die Königin Amalie von Griechenland exilmäßig einquartiert. Also naja, einquartiert klingt eigentlich ein wenig lästernd. Die haben halt da ihren Hof gehalten. Und da in der alten Hofhaltung, da waren denen ihre ganzen Pferde, Esel und Ponys und natürlich auch die Chaisen und alles andere, was man halt dazu gebraucht hat, dass sich die Königsfamilie da bei uns in Bamberg pudelwohl gefühlt hat. Da sollten eigentlich die Griechen den Bamberger heute noch dankbar sein. Und Weihnachten immer, wenn jedem Bamberger ein wenig ein kleines Geschenkle bringen, wie vielleicht ein wenig Bitterbrot, oder wegen Tzatziki und noch ein paar Dolmadakia. Das wäre doch ein feiner Zug, oder? Und da sehen wir ja die Ankündigung mit Titel, was da jetzt demnächst wieder stattfindet. Das ist ja eigentlich eine riesen Tribüne, die da aufgebaut wird. Das ist doch Wahnsinn. Aber wie gesagt, die alte Hofhaltung, das ist halt eine fantastische Location für solche Sachen. Schauen wir uns noch kurz die Trautmannsmauer an, geschaffen von Michael Trautmann. Das ist ein hochbegabtes Gärtnerbübel gewesen, am 6. Juli 1742 geboren, wurde dann gefördert von Adam Friedrich von Seinsheim, von dem Fürstbischof, sollte allerdings dann immer auf den Feldern lieber arbeiten und wurde praktisch prügelnd von seiner Mutter an der künstlerischen Tätigkeit gehindert, was allerdings ihm keinen Abbruch getan hat. Er hat trotzdem unheimlich viele Kunstwerke für Bamberg und für die Umgebung von Bamberg geschaffen. Leider gibt's in Wikipedia keinen Eintrag über diesen Michael Trautmann. Der einzige Beitrag, den ich gelesen habe, und ich habe ja die Festschrift damit gemacht, das ist zum 125-jährigen Bestehen
von der unteren Gärtnerei in Bamberg. Da kann man dann umfassend nachlesen, die Lebensgeschichte, die Biografie von diesem Künstler Michael Trautmann. Aber jetzt hat, da sind wir schon angelangt am letzten Objekt vom Bamberger Domplatz, und zwar der neuen Residenz. Da ist übrigens im Durchgang zum Rosengarten auf der linken Seite ist so ein kleiner Souvenir- und Infoshop, und da könnt ihr mit Sicherheit dann auch einmal eine Führung durch die neue Residenz, durch die Räumlichkeiten buchen. Und da erfahrt ihr mit Sicherheit über dieses griechische Königspaar Otto und Amalie, die hier Mitte vom 19. Jahrhundert abgehend aufwärts ihr Exil verbracht haben in der neuen Residenz. Und eben dazu möchte ich euch auch irgendwas erzählen, was ihr, also kann ich mir mal vorstellen, bei der Führung bestimmt nicht erfahren tut. Und zwar das ganze Personal, was sich um das Wohlergehen der Königsfamilie gekümmert hat. Und das hat man ja sogar im alten Bamberger Adressbuch nachlesen können. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wenn man das heute zu doch mit Berlin vergleichen wird, das wäre undenkbar. Da hat's also den Oberhofmeister Philipp Freiherr von Würzburg gegeben, die Oberhofmeisterin Wilhelmine Freifrau von Plückkös, die Hofdame Caroline Freifräulein von Pottewils, die Hofdame Regine Philon, die Kammerfrauen Hermine Stenken und Bertha Öhme, den Hofrat Dr. Berr, den Stallmeister Albin Hayek, den Kabinettssekretär Freiherr von Wendland, den Sekretär Julius Wenning, den Bürodiener Georg Köhler, dann die Offizianten Josef Drescher und Xaver Stenzer, den Leibjäger Gustav Hecht, den Mundkoch 1 Hermann Kraus, den Mundkoch 2 Johann Marksteiner, den Kammerdiener und Silberverwahrer Johann Rott, den Kammerdiener und Narr Abyssinius Marco, ein Neger, die Lakaien Michael Bauer, Christus Epaminodas und Josef Frauendienst. Am Ende von der Auflistung sind noch die Silberspüler zu erwähnen, und zwar der Anton Klemm und der Michael Petscher. Im Adressbuch der Stadt Bamberg vom Jahre 1872 ist noch viel mehr Personal aufgelistet, weil die Dienerschaft des Marstalls, die hat eine wahnsinnige Vergrößerung erhalten, nachdem dann viele weitere Pferde für die königliche Hoheiten und viele Ponys angeschafft worden sind. Und die mussten natürlich dann auch unterhalten werden und versorgt. Die Königin Amalie, die war laut Geschichtsschreibung eine begeisterte und auch rücksichtslose Reiterin, hatte allerdings dann einen schweren Reitunfall und war nicht mehr fähig, alleine ein Pferd zu reiten. Aus dem Grund, immer noch eine Freundin von schneller Fortbewegung, hat sie sich dann eine schöne königliche Chaise bauen lassen und hat im Hauptmoorwald extra einen Rennweg anlegen lassen, auf dem sie dann mit dieser Chaise entlang gedüst ist. Und nachdem ja durch Bewegungsmangel bei der Königin und durch die Betreuung durch zwei Mundköche die Figur immer rundlicher geworden ist und es damals ja noch keine Hilfestellung gegeben hat mit vielleicht Slimfast oder McFit oder Fitline, da hat tatsächlich die Königin gedacht, je schneller sie mit ihrer Chaise fährt, desto mehr nimmt sie ab. Natürlich gewichtsmäßig. Bevor wir allerdings
unseren Besuch des Bamberger Domplatzes beenden, schauen wir noch einmal in den Rosengarten, der praktisch hinter der neuen Residenz angelegt ist. Die gestalterischen Anfänge dazu, die gehen ja schon auf das 17. Jahrhundert zurück. Eine besondere Blütezeit hat der Rosengarten allerdings im 19. Jahrhundert erlebt, zur Zeit, wo die Königin Amalie von Griechenland und der König Otto hier ihr Exil verbracht haben, bis zu ihrem Tod. Dass sie nämlich auf Wunsch von der Königin Amalie tagtäglich von 18 Uhr bis 20 Uhr griechische Stunden abgehalten worden. Das heißt, in der Zeit wurde nur griechisch gesprochen und der ganze Hofstaat, das ganze Personal war in griechische Trachten gekleidet. Hier sehen wir übrigens am Hintergrund die Michaelskirche hervorspitzen. Ist ja auch immer ein unheimlich beliebtes Fotografiermotiv, neben diesen 5000 oder über 5000 Rosen, die in der Saison hier erblühen im Rosengarten. Der ist übrigens als zentrales Wegekreuz gegliedert und da, wo wir jetzt hingehen, da ist der Schnittpunkt und da befindet sich der kleine Springbrunnen. Die rundum stehenden Bänke, die laden zur inneren Einkehr ein. Und da ist es eigentlich einmal empfehlenswert, dass man sein Handy oder sein Smartphone in der Tasche stecken lässt und nicht da wieder auf dem Kasten, auf dem Bildschirm hin und her wischen tut. Jetzt blicken wir in Richtung von dem barocken Kaffee. Da gibt's natürlich gute Kuchen, hausgemacht. Und auch einen entsprechenden Kaffee dazu. Also da kann man dann noch etwas zusätzlich chillen und genießen. Und nach dem Genuss kann man dann noch einmal vor an die Brüstung gehen und diese fantastische Aussicht auf Bamberg genießen und bewundern und bestaunen. Wenn wir dann weiter auf unserem Spaziergang durch den Garten, manchmal ein bisschen solchen gärtelnden Gärtnern über den Weg laufen, dann ist damit eigentlich der Beweis erbracht, dass da in dem Garten kein Automatismus funktioniert, dass praktisch die Schönheit harte Arbeit ist für die ganzen Beschäftigten, die das in Schuss halten und in Ordnung. Ich hätte euch auch gerne mal die ganze Struktur des Gartens aus der Drohnenperspektive gezeigt, aber das darf man nicht. Das würde gegen die sogenannte Panoramafreiheit verstoßen, weil diesen Garten betreibt oder da hat die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung die Hand drauf und die Verantwortung und die Führung. Und deswegen darf man das nicht, dass man da einfach mal ein wenig hochfliegt und es euch zeigen kann. Ist eigentlich schade, aber so ist es halt einmal, dass man nicht gegen die Panoramafreiheit verstoßen darf. So, jetzt gehen wir noch einmal vor zur Brüstung und schauen uns da an, was wir von der Stadt entdecken und den Blick über die fantastische Dachlandschaft schweifen lassen. Hier, da können wir übrigens erkennen, wo sich der Bamberger Fenstersturz ereignet hat. Da hat sich nämlich am 1. Juni 1815 der Marschall Alexander Berth hier aus dem oberen Stock der neuen Residenz zu Tode gestürzt. Also Bamberg hat auch einen Fenstersturz zu verzeichnen, nicht nur Prag. Also ich denke mal, wenn die Königin Amalie da diesen Ausblick auf die Stadt, ich meine, die war ja damals noch nicht so bevölkert wie heute, genossen hat, und dann die Michelskirche bestaunt hat, dann hat wahrscheinlich der Hofnarr, der Marco, nicht so viel Arbeit gehabt. Jetzt muss man allerdings daran denken, den Rosengarten langsam zu verlassen, weil wir haben ja auch noch unzählige andere Objekte,
die einen Besuch wert sind und wo es ja auch dann dazu viel zu erzählen gibt. Wir sagen also jetzt im Rosengarten Tschüss und dann im Anschluss lade ich euch ein zu einer kleinen Rollertour, weil dann aufzulaufen, das würde ein bisschen zeitlich den Rahmen sprengen. Eine Rollertour hoch zur Bamberger Altenburg. Da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr mitfahrt. Mit dem Opel bin ich auch schon weit über 42.000 Kilometer gefahren, ohne jemals einmal unfreiwillig abgestiegen zu sein. So, da fahren wir jetzt einmal über den Domplatz. Da vorne sehen wir sogar den Hop-On, Hop-Off Sightseeing-Bus. Der hat da nämlich auch eine Haltestelle, wo die Leute zusteigen oder aussteigen können. Und da zwängen wir uns einmal mit dem einspurigen Fahrzeug ein wenig durch die engen Gässler da in unmittelbarer Nähe vom Dom. Und wenn ich daran denke, was habe ich in den 70er und den 80er Jahren allein fast tagtäglich Ansichtskarten geliefert in der Touristensaison da in diesem kleinen Kiosk von der alten Hofhaltung. Den hat damals die Familie Knoblach betrieben. Unsere Tour, die mündet jetzt gleich in die Domgasse. Die ist von der Richtung aus nicht so attraktiv. Aber wenn man die jetzt umkehren würde, den Blick, dann ist natürlich die Domgasse, jetzt, das sehen wir ja da mit den hervorspitzenden Domtürmen, richtiges malerisches Motiv und wird auch sehr oft fotografiert. Geradeaus haben wir die Domschule. Und jetzt könnten wir schon bergauf fahren Richtung Dorschuster. Rechts haben wir vor der Grünanlage den Langheimer Hof und gegenüber links das Erzbischöfliche Palais. Momentan, da haben wir ja einen emeritierten Erzbischof und der erzbischöfliche Stuhl, der glänzt zurzeit dann folglicherweise durch Vakanz. Jetzt haben wir da den Dorschuster schon passiert und biegen links ab, rechter Hand die Jakobskirche und biegen links ab, runter in die Sudde. In der Sudde, da hat es noch den letzten Bamberger Büttner gegeben. Der hat allerdings auch schon seit etlichen Jahren dicht gemacht. Damals sind dann die fertigen Fässer noch händisch zu den im Berggebiet befindlichen Brauereien gerollt worden. Zum Beispiel zur Bärenbräu am Jakobsberg und zur Michelsberger Bräu am Michelsberg. So, jetzt kommen wir aber gleich zum Abzweig in die Altenburger Straße. Und da wollen wir ja hin, zur Altenburg. Da muss ich euch auch ein wahres Geschichtle erzählen. Mein Freund, der Wilhelm, der Türmer vom Bergfried der Altenburg, der ist in den 80er Jahren, so ungefähr 1982, da mal früh vorgegangen, den langen Gang zu seiner Haustüre, um den Fränkischen Tag, die Bamberger Tageszeitung, zu holen. Und dann plötzlich reißt die Haustüre aus der Verankerung und wirft ihn zusammen den langen Gang nach hinten und beschädigt auch den Treppenabsatz, den kleinen, der in der Mitte von dem Gang befindlich ist. Ja, was ist da passiert? Da ist nämlich in der Altenburger Straße an diesem Tag ein Haus explodiert durch eine Gasexplosion. Und diese Druckwelle, die hat praktisch von dem gegenüberliegenden Haus die Haustüre aus der Verankerung gerissen und mein Kumpel, mein Freund, den Willi, mit nach hinten geschleudert. Das ist doch Wahnsinn, oder? So, jetzt geht's aber schon stetig bergauf. Die letzten Häuser grüßen uns noch. Dann kommen nur noch die Gärten. Dann ist unterhalb ein großer Parkplatz, wo man dann eine ziemlich lange Treppe nach oben steigen kann. Aber wir machen uns das einfacher. Wir fahren dann trotzdem die Fahrstraße hoch bis zur Burg, bis zur ehemaligen Zugbrücke über den Burggraben von der Altenburg. Von der Geologie her ist der Hügel ein bisschen schwierig,
zu handeln. Also da hat es, das sieht man ja da, das ist manchmal ein wenig ein leichtes Achterbahngefühl, wenn man den Weg befährt. Da hat es also öfters schon auch Erdrutsche gegeben und dann musste die Straße immer wieder stabilisiert werden. Und das wird auch, denke ich mal, in Zukunft nicht anders sein. Jetzt erreichen wir gleich die in Richtung Süden zeigende Burgmauer da auf der rechten Seite. Das heißt, wir sind auch gleich angekommen oben. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Fußweg zu nehmen von Wildensorg aus oder von der Wildensorger Straße aus, die Altenburg zu erreichen. Da gibt es übrigens auch eine Bushaltestelle, also mit dem Bus, der nach Wildensorg fährt. Jedenfalls, da mangelt es nicht an Möglichkeiten und an Voraussetzungen, die Altenburg zu erreichen. Wir befinden uns jetzt schon auf der ehemaligen Zugbrücke über den Burggraben, der auch leider, muss man sagen, manchmal von Suizidanten genutzt wird, was unten mindestens ein stehendes Kreuzchen unter Beweis stellt, leider. Jetzt gehen wir durch den Torbogen und da müssen wir auch immer kurz innehalten. Links die Kanonen, die sind auch tatsächlich zum Einsatz gekommen, wenn manchmal der Unmut der Bevölkerung so groß war, dass sich die Fürstbischöfe auf die Altenburg flüchten mussten. Und das Interessante dabei ist ja, dass diese verschossenen Kanonenkugeln, die sind dann wieder ausfindig gemacht worden, ausgegraben für die weitere Verwendung. Also da kann man ja mal sagen, das war ja eigentlich schon Vorreiterrolle. Ich würde sagen, der militärische grüne Punkt hat da schon gegriffen. Der links zu sehende Neubau, der ist allerdings erst Anfang des 20. Jahrhunderts dazugekommen, unter der architektonischen Führung von dem Bamberger Gustav Häberle. Und für die Finanzierung von dem Neubau, von dem neuen Palast, da hatten die Vorstände unter Führung von dem Anton von Grafenstein eine geniale Idee, nämlich den Verkauf von symbolischen Bausteinen. Sowas ist bei heutigen Projekten natürlich auch noch vereinzelt möglich, allerdings natürlich die Gefahr ziemlich allgegenwärtig, wenn dann der Schatzmeister die Taschen voll hat, dass er untertaucht und dass trotzdem nichts geschieht. So, jetzt tun wir mal den mächtigen Bergfried so halb umrunden. 33 Meter ist er hoch und über 100 Stufen gehen es dann auf. Aber das rentiert sich auf jeden Fall, weil von der Turmstube aus hat man ja eine fantastische Aussicht. Eine schöne Aussicht hat man von sonst keinem Punkt in Bamberg. Davon, da sehen wir schon unser neues Ziel, und zwar die Südwestbastion. Aber jetzt kommen wir noch vorher zu einem Punkt, da müssen wir innehalten und müssen nochmal aus dem Video wieder ein Standbild generieren. Denn da kommt einfach die Erinnerung zurück an unseren Boldi. Wie oft waren wir da als Kinder da oben, haben wir bestaunt und haben damit Eier vollgefüttert. Freilich, heute denkt man anders drüber. Und das ist auch gut so. Es soll ja nicht die Qual und das Leid eines Tieres für andere ein Vergnügen oder eine Belustigung darstellen. Man ist da immer gern aufgegangen. Im Sommer hat es natürlich manchmal, wenn die Temperaturen sehr hoch waren, ein wenig streng gerochen, aber das hat man halt in Kauf genommen, für sein visuelles Vergnügen. Begonnen hat die Altenburger Bärenhaltung 1902. Das war nämlich mehr oder weniger eine Schnapsidee von einem Stammtisch. Aber jetzt nicht von einem Stammtisch, den ein Prekariat abgehalten hat, sondern das waren schon Honorationen. Da war zum Beispiel auch unter anderem der damalige Schuhfabrikant Manns dran beteiligt. Da war damals in Bamberg ein insolventer Zirkus einquartiert. Der hat natürlich seine Sachen alle verkaufen müssen
um sich eventuell vor der Insolvenz wieder zu retten. Da waren auch die Bären dabei und da haben die einen Bären gekauft, haben da den Namen Hassan gegeben und damit hat praktisch die Bärenhaltung auf der Altenburg begonnen. Der Hassan, der hat dann 1916 seine Chance am Schopf gebackt und ist stiften gegangen. Das hat ihm aber wenig genützt, weil die sind ihm dann gefolgt mit einem Luftdruckgewehr und einer Strychnininjektion war dann für ihn das Leben zu Ende. Von 1916 bis 1951, ich meine, da war ja gerade der Erste Weltkrieg im Gang und dann ist ja da auch dann der Zweite Weltkrieg dazwischen gewesen, da war auf der Altenburg keine Bärenhaltung. 1951 hat dann die Bärin Toni ein kurzes Stelldich eingegeben und 1952 ist dann der Poldi auf die Burg eingezogen. Poldi, in Anlehnung von Luitpold Wegmann, dem damaligen Bürgermeister von Bamberg. 1982 hat dann ein veterinär medizinisches Gutachten die Altersschwäche vom Poldi festgestellt und dann hat man ihn halt auch wieder mit einer Spritze eingeschläfert. Und damit hat dann auch die Bärenhaltung auf deutschen Burgen ihr Ende gehabt. Was es mit Burgbären in anderen Ländern auf sich hat, da weiß ich nur, dass in der Tschechei, in Krumau, an der Moldau, dass da zumindest bis 1996 noch Bären auf der Burg beheimatet waren. Ich habe übrigens zur Erinnerung, so einfach ganz aus Freude, die Karte wird ja verschenkt, zur Erinnerung an die Bamberger Burg Bären eine Ansichtskarte verlegt. Und die seht ihr hier ja jetzt. Ich selber habe davon keine mehr, aber es könnte durchaus sein, dass sie auf der Burg noch verfügbar sind. Jetzt gehen wir aber hoch, die paar Treppenstufen, zur Südbastion, wo wir einen schönen Ausblick haben, auf Bamberg Südwest, auf dieses Neubaugebiet, dann auf das Klinikum. Und wenn wir in Richtung Westen schauen, dann grüßen uns die Höhenzüge vom ziemlich bewaldeten Steigerwald. Unter der Bastion befindet sich übrigens eine schöne Stube, die auch zeitgenössisch eingerichtet ist, die auch über den Altenburgverein für irgendwelche Veranstaltungen oder Zusammenkünfte gebucht werden kann. Da haben wir noch einmal einen kurzen Blick auf die begrenzte Fläche, die damals dem Poldi und den anderen Bären natürlich auch zur Verfügung gestanden hat. Und wenn man denkt, dass so ein Bär vielleicht als ein Jagdhabitat so eine Fläche braucht wie den ganzen Bamberger Landkreis, dann ist es heute unter der Betrachtung schon eigentlich erschütternd, so ein Tier auf diese paar Quadratmeter einzusperren und zu inhaftieren. Da erinnert uns jetzt auch noch mal eine Infotafel an die Bärenhaltung. Wahrscheinlich durch die von Osten kommende Sonne ein bisschen ausgebleicht, aber man kann ja noch was erkennen. Da haben wir jetzt einen Blick auf die Fensterfront von dem Burgrestaurant der Altenburg. Das ist auf jeden Fall Gastronomie auf höchstem Niveau, also nicht nur topografisch. Und es rentiert sich auf jeden Fall einmal darauf zu gehen. Da werden ja auch viele Hochzeiten gefeiert und andere Veranstaltungen finden da oben statt. Und außerdem das Essen da zu genießen, ist ja auch einmal eine Erholung von Döner, Pizza, Falafel und was es sonst noch gibt. Und das muss auch einmal sein. So, jetzt können wir schön die Aussicht genießen. Also da haben wir jetzt den Blick südöstlich, dann hier wieder mal die Burg
mit ihrem massiven Bergfried. Da haben wir dann den Blick in Richtung Osten, die Hügelkette vom fränkischen Jura. Da haben wir dann den Blick ins obere Regnitztal, also Forchheim, Erlangen, Nürnberg. Angeblich soll man ja vom Turm aus, so hat es der Historiker Josef Heller beschrieben, und das habe ich ja auch in meinem Büchle über die Altenburg niedergeschrieben, angeblich soll man vom Bergfried aus auch die Burg in Nürnberg erkennen. Zumindest sind ja da oben am Bergfried solche Feuerkörbe angebracht, mit denen dann auch mit der Gichburg bei Schestwitz dann vor allem in unsicheren Zeiten per Lichtzeichen kommuniziert worden ist. Da bietet sich jetzt der Blick in den Steigerwald, unten des Örtchen Wilden Sorg, ist ja jetzt auch ein Stadtteil von Bamberg, wo der Stadtbus hinfährt. Und sogar Tarifzone 1. Und das ist doch schön. Da haben wir jetzt den Blick runter in den Burggraben und die besagte ehemalige Zugbrücke. Und dann wieder das südliche Hauptgebäude, in dem sich das Restaurant befindet. Wir sind allerdings mit dem Rundgang noch längst nicht fertig. Jetzt gehen wir das Treppele wieder runter und bestaunen andere Details von unserer Bamberger Altenburg. Unterhalb von dem Bergfried, also zwischen dem Turm und dem neuen Palast, da finden ja dann auch regelmäßig schöne Veranstaltungen statt. Und da möchte ich euch dann auch einmal ein paar Bilder zeigen, so dass das ein wenig visualisiert wird. Getreu dem Slogan vom Altenburgverein Bürger auf die Burg findet auch jedes Jahr auf der Burg ein schönes Weinfest statt. Man muss dabei nur aufpassen, weil da oben ist ja die Luft ein wenig dünner. Da ist man dann auch umso schneller besoffen nach einem übermäßigen Weingenuss. Sollte einer von euch meinen, dieses Bamberger Bierdiplom, das gibt's erst seit unserem Bamberger Oberbiergießer, dem Markus, dann geht er natürlich ein wenig fehl in dieser Annahme. Obwohl, ich muss mich ja jetzt entschuldigen, Bierkießer, das ist eigentlich schon ein wenig ein ordinäres Wort. Dafür hat man ja ein wenig was anderes, so französische Einflüsse, wie zum Beispiel Sanssouci oder Sombaré. So ist es halt heutzutage der Biersommelier. Das klingt doch gleich viel, viel schöner als dieses ordinäre Wort, der Kieser. Da haben damals schon die Bamberg-Besucher ihren daheimgebliebenen Verwandten und Bekannten da mitteilen können, wie viel Maß Bier sie auf der Altenburg geschafft haben. Naja, damals hat es ja noch nicht einmal eine Promillegrenze gegeben. Da sehen wir einen der schönsten Bamberger Biergärten, beschattet von alten Bäumen, vom Bergfried. Und was wollen wir denn noch mehr? Da das Bierchen genießen. Da an dieser Fassade, da finden wir auch die Erinnerungstafel an den Schuhfabrikanten Manz, auch einem großen Gönner der Altenburg und damals auch einem Stammtischmitglied, was praktisch die Bärenhaltung auf der Altenburg initiiert hat. Die Aussicht von der Turmstube, die ist zwar gewaltig und vielleicht ein bisschen besser, aber diese Aussicht von hier aus, die hat sie auch in sich und kann man auch über sich ergehen lassen und genießen. Die Altenburg, die hat natürlich auch viele Bamberger Künstler dazu verleitet,
da oben ein bisschen ihr Stelldichein zu geben, da oben zu genießen und zu verweilen. Das Bildchen vom Maler Pius Messerschmidt, das zeigt eine Szene mit E.D.A. Hoffmann auf der Altenburg. Jetzt wird natürlich mancher rätseln, ja, wer ist denn da überhaupt davon, der E.D.A. Hoffmann? Aber ich vermute ja mal, dass der Berganser, also das ist dem E.D.A. Hoffmann sei Hund, der vor ihm kniet, vor ihm liegt, und der E.D.A. Hoffmann, der sitzt so im Reitersitz auf dieser Bank und schaut in Richtung Gitarrenspieler. Also, das muss er sein. Und sonst gibt's keinen anderen, auf den das zutrifft. Ich weiß, dass mein Video weltweit angeklickt werden kann, aber ich mache das natürlich auch für die Bamberger und vor allem für die, die mit der Altenburg besonders verbunden sind. Und deswegen möchte ich euch meinen Freund vorstellen, Wilhelm, den ehrenamtlichen Türmer und Kastellan von der Altenburg. Er hat quasi in der Altenburger Straße die Gasexplosion erlebt und überlebt. Und obwohl als Teilnehmer vom Zweiten Weltkrieg wird es nicht die einzige Explosion gewesen sein, die er da überlebt hat. Hier sehen wir ihn auch als Buchhändler auf höchstem Bamberger Niveau, zumindest topografisch, weil da verkauft er nämlich mein Büchle, was ich neu aufgelegt habe mit Ergänzungen und allem drum und dran über die damalige Chronik der Altenburg, verfasst vom Josef Heller. Das DIN A5 Büchle, das ist höchst interessant. Das beschreibt erstens einmal, was der Heller von der Burgstube aus alles erkennt und entdeckt. Angeblich soll man von dort oben aus ja auch die Nürnberger Burg erkennen können. Und das natürlich alles mit blumigen Worten umschrieben. Und außerdem ist da noch eine Auflistung von sämtlichen Bamberger Fürstbischöfen mit deren Kurzbiografie. Also das ist höchst interessant. Wenn das euch auch interessieren sollte, dann könnt ihr mir ja einen C5-Umschlag schicken, schon frankiert an eure Adresse, und legt einen Zehner bei, dann schicke ich euch das Büchle und natürlich dann auch eine Rechnung, die den Betrag von 10 Euro inklusive 7% Mehrwertsteuer ausweist. Solltet ihr verliebt sein, und solltet ihr vorhaben, den Bund der Ehe zu schließen, dann ist es auch möglich auf der Altenburg in den Monaten zwischen Mai und Oktober, jeweils am dritten Samstag, könntet ihr euch dann in dem Rittersaal trauen lassen. Den Termin zu dieser Trauung, zur standesamtlichen natürlich, den müsst ihr vorher mit dem Bamberger Standesamt vereinbaren. Aber dann könnt ihr hoch zur Trauung auf die Altenburg. Und der Rittersaal, der ist ja ziemlich groß, also das Fassungsvermögen ist fast unbegrenzt, also da können schon etliche Gäste, auch Trauzeugen, dabei sein. Das hier, was ich als Bild hinterlegt habe, das ist natürlich nur ein Symbolbildchen für eine standesamtliche Trauung auf der Altenburg. Jetzt kommen wir schon zum Künstlerhäuschen von meinem Freund Edgar, also der Bamberger Kunstmaler und Künstler Edgar Stengele, der hier seine Kunstwerke fertigte. Ob jetzt Holzschnitt, also Xylographie, oder Ölgemälde oder Aquarell, der hat alles gekonnt. Und wir haben ihm ja nur in der Druckerei grafische Hand- und Spanndienste geleistet und waren also quasi grafische Handwerker. Und nicht mehr. Wir sind jetzt schon wieder langsam zurück auf dem Weg zum Torhaus. Da vorne, wo wir das Treppchen sehen, da gehen wir mal rauf. Da können wir nämlich noch einmal die Bastion in Richtung Norden zeigend besuchen. Und da haben wir dann auch eine Aussicht runterwärts auf diese lange Treppe, die vom unteren Parkplatz
zur Altenburg hochführt. Die Bamberger Altenburg, die ist jedenfalls ebenbürtig mit anderen Kleinoden von Bamberg, Klein Venedig, Altes Rathaus, Schloss Concordia, Rosengarten, Domplatz, Michelsberg und so weiter und sollte auf jeden Fall in eurem Besucherprogramm von Bamberg enthalten sein und das bereut ihr auf keinen Fall. Und schöner wäre es natürlich noch, wenn ihr, falls ihr es nicht schon seid, Mitglied vom Altenburg-Verein werdet. Damit könnt ihr auch dazu beitragen, der Betrag, der Mitgliedsbeitrag ist ja nicht so hoch, damit könnt ihr auch dazu beitragen, dass so ein erhaltungswürdiges Objekt auch weiterhin der Nachwelt erhalten bleibt. Jetzt passieren wir diese Stelle, wo das Bild vom Maler Pius Messerschmidt entstanden ist, mit dem E.D. Hoffmann auf der Burg. Links ist die Burgkapelle. Und da werfen wir natürlich auch mal einen Blick rein in die Kapellen. Wenn man die Räumlichkeit betrachtet, dann wäre natürlich da eine kirchliche Trauung möglich, aber da müsste halt dann das Paar sehr sparsam sein im Verschicken von Einladungskarten. Jetzt habe ich erst entdeckt, dass wir ja schon bei der 51. Minute sind. Aber ich zeige euch noch jetzt ein Gefährt, mit dem es auch möglich ist, die Altenburg zu erreichen. Vom Design her wahrscheinlich ein bisschen angelehnt an die Bamberger Straßenbahn, die bis 1922 in Bamberg verkehrt ist. Da könnt ihr natürlich euer 49-Euro-Ticket nicht anwenden. So, jetzt bin ich am Ende angekommen von meinem zweiten Teil Bamberg-Main. Das wird aber noch längst nicht der letzte Teil sein, weil als alter Bamberger, da weiß man so viel über seine Stadt. Da gibt es so viel zu erzählen und das muss man ja alles loslernen. Schauen wir uns unser Altenburg, das Wahrzeichen der Stadt Bamberg, noch einmal ein wenig von oben an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin drauf und dran, jetzt meinen dritten Teil zu machen. Da gehen wir auch noch einmal ins Berggebiet, weil da gibt es noch etliche Objekte, die nennenswert sind und erzählenswert. Also dann sage ich danke für euer Zusehen und tschüss und ade bis zu meinem dritten Teil von Bamberg Main.